Wackel. Seid ihr noch da? Also ja, du, ich bin noch da, ja, ja. Gut, okay. Ich, Revanche. So, da bin ich wieder. WW. Ja, liebe Zuschauer, es tut mir leid, dass ihr das jetzt im Dunkeln alles erleben musstet hier. Ne? Bin irgendwie eingebaut, lebendig, ich sehe nichts mehr. Ah, wie das kann doch gar nicht sein, wer tut denn sowas Böses? Auch noch so tief eingebaut. Man denkt, es ist nur eine Schicht. Und immer ein bisschen Licht, weil ich sehe ja gar nichts. So, sehe ich was. Mal hier rauszubauen, wahrscheinlich kommt gleich noch ein bisschen hier. Oh, ich habe meine Kerze selber wieder ausgemacht. Ja, ich muss mal in mein Brötchen beißen. Ah, ich habe die Tür wieder gefunden. Guten. Voll eingebaut. Ah, Tageslicht, es ist hell draußen. Das schreit nach Rache. Aha. Das war die Rache, weil du mich eben runtergeschubst hattest, oben, von meinem Erdbalken. Echt? Ja. Was Gemeines habe ich getan? Ja. Das war jetzt meine Retourkutsche. Wie man in den Wald hineinruft und so weiter. Mhm. Ja. Wie guckst du da eigentlich immer deine Aufnahmen noch vorher mal an? Nein, nicht komplett. Ich nehme immer nur Stichproben. Ah, okay. Was soll das jetzt heißen? Hm? Naja, was ist denn vorhin passiert? Wie vorhin passiert? Da habe ich sie ja befreit. Genau. Also hättest du eigentlich noch eine zweite Retourkutsche verdient. Ja, davon weißt du ja nichts, dass ich sie eingebuddelt habe und du hast sie einfach wieder freigemacht. Oh, danke, da liebe kannst du Gerda. Froh sein. Da kannst du froh sein. Aha. War mal ganz kurz gewesen. Ich habe dich eingebuddelt und hat Gerda dich sofort wieder ausgebuddelt. Das war ganz Sekunden lieb von dir, Gerda. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe auch daran gedacht, dass ich ja deine Videos angucke und dann sehe ich da Nuscht. Auch Dunkelheit hättest du gesehen. Ja, wunderbar. The feeling of blindness. Super. Jojo, dat. Da jetzt. Steine, da fehlen noch Steine. So, Kohle und Granit lasse ich stehen. Aber Andesit können wir noch brauchen. Jojo, dat. Okay. Svenja hat mir gerade geschrieben. Ja. Sie kommt heute nicht mehr rein. Oh. Ja. Sag ja schönen Gruß von uns, wir sind traurig. Ja. Jo. Das ist ja schade, dass Svenja nicht mehr kommt. Abo. Die Tabu. So, bis hierhin, das können wir ja so machen. Das ist ja alles gut. Wir haben meinen ganzen Stein aufgebraucht hier. Ist ja nicht wahr. Ich werde dann gleich erstmal die Öfen wieder befüllen. Oh, ihr geht gerade lülala. Oh. Hab ich gehört. Ein Tatütata ist bei dir vorbeigefahren. Muss jemand gerettet werden. Das schallt bis in den Keller rein bei dir. Ja, krass, ne? Ja. Und da obwohl noch ein Gartenhaus und ein Garten und eine Terrasse dazwischen ist. Ja, das schallt ja ganz schön.
Die müssen ja auch Lärm machen, man muss sie ja wahrnehmen. Hör mal, du glaubst gar nicht, was hier los ist, was wir hier teilweise für Dorftrottel haben. Die Feuerwehr ist bei uns recht zentral, ne? Und da haben sich die Leute beschwert, dass die das Martinshorn anmachen. Das sollten sie doch gefälligst sein lassen. Ja, toll. Ja. Aber gerettet werden wollen sie alle, ne? Wenn ja. ihnen ein besoffener Autofahrer ja. auf der Straße ins Kreuz fährt, ja, dann, oh, wann kommen die denn? Es sind schon 2 Minuten um und sie sind noch nicht da. Richtig. Genau ja. solche Idioten sind das. Aber selber mal Platz machen auf der Straße, ne? Richtig. Das sind solche Idioten. Ja. Ja, das haben wir halt auch. Solche Leute kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, ich sag dann immer, gut, bei Ihnen machen wir kein Martinshorn an, kommen wir eben nicht durch, ist ja auch in Ordnung. Sagen Sie mal Ihren Namen, damit wir das wissen. Genau, Sie wollen das ja nicht. Eben. Ja, aber leider musst du solche Leute auch retten. Ja, sie gehören alle zur Gesellschaft dazu, das stimmt schon. Außerdem wollen wir ja selber nicht so doof sein wie die. Ja. Aber was, das sind dann so Sachen, wo ich mich tierisch drüber aufrege, ne? Ja, ich auch. Haben wir noch irgendwo nach Erde wieder rumfliegen, eventuell? Also ich habe keine Erde mehr. Ich habe auch keine gesammelt. Ich sammle hier Diorit und Andesit und Eisen und Kohle. Erde, da komme ich nicht mehr weit. Und wenn ich voll bin, dann... voll, dann kommt's wieder. Okay, dann besorge ich noch Erde. Ich brauche noch eben Holz. Boah, haben wir Steine, wie Sau. Mach mal das jetzt erstmal. Wir haben kein Holz. Normales ist eine Seltenheit. Also hier oben haben wir ein bisschen Holz. Außer du hast alles weggenommen. Das weiß ich jetzt nicht. In der Holzkiste. Ach, da, ja, du musst ja, lesen. Ich hab's gefunden, also, ich hab's gefunden, wenn ich deine geguckt. Videos gucke, Rode, fällt mir immer auf, wie wenig du liest. Die Schilder, die wir da hingestellt haben, die liest du erstmal gar nicht. Und wenn du Zeug reinpackst, ignorierst du sie auch fleißig. Was? Ich doch nicht. Nö. Ja, ich muss doch gucken hier. Ich meine, alles so durcheinander alles. Das ist nicht durcheinander. Du musst mal die Schilder lesen, die da stehen. Auch noch. Du kannst doch lesen, so viel, ja? So viele Sachen muss man machen, ja. Da ja. steht zum Beispiel jetzt, das wirst du in den Videos ja sehen, wenn du das siehst, Erde links, Erde rechts. Da steht Sand und Glas. Da steht Holzkiste. Ach, da habe ich das Holz gerade gefunden. Und Kramkiste. Und Svenjas Klinikkiste. Aha. Und irgendjemand hat in Svenjas Klinikkiste schon Cobbles reingetan. Ja, mussten wir zwischenzeitlich mal. Weil wir hier... Weil Platzmangel. Genau. So, ich komme jetzt mal nach Hause. Das ist aber schön. Wird aber auch Zeit, Fräulein. Ja, ist es schon spät? Ja, du musst gleich ins Bettchen. Ist ja schon dunkel. Es wird spät. Ist es wirklich schon so spät? Schaf ist immer noch da. Obwohl, es ist ja eigentlich ein Ausgang da jetzt. Könnte, wenn es wollte, in die Freiheit entgleiten. Für dich der rosa-rote Panther. Genau. Der Panther zu vor sich hin. Rapanta, Rapanta. Da muss ich an meinen Inspektor Clouseau denken. Der ist cool. So, wer braucht jetzt Diorit und Andesit? Jo, immer Daffy. Her damit. Wo bist denn du?
Am Eingang, also... Am Eingang von... Von, am Eingang, wie ist das nicht? Der Eingang vom gerade. Dom, also ja. Hier in dem Mittelschiff am Eingang. Mittelschiff am Eingang. Also, was habe ich denn? Ja, ist doch ein bisschen was. Was hast du denn? Ne? Ist ganz gut. Mhm. Oh, das ist sogar eine Höhle. Danke. Bitteschön. So gehe ich mal Öfen befüllen. Könnte ich mal ein bisschen. So, hier kühlt jetzt wieder Zweier hin. Okay, das war dann schon mal richtig. So. Machen wir jetzt mal ein bisschen weiter da oben. So. Schön beleuchtet. Hm? Die Decken sind schön beleuchtet. Mhm. Ja. Aus. Und dann. Ja. Minecraft-Mucke. Ach, schön, ich hab gerade. Alle bei mir durch. Ach, jetzt falle ich auch noch runter. Nein, die ganze mich wieder nach oben ratschen. Erstmal eben. Okay. Oh, was hast du denn da Feines geöffnet? Klang wie eine Bierbüchse. Nee, das war eine Flasche Wasser gewesen. Gesunde Milch trinkt der Rode. Ich auch. Ah, leckeres Wasser. Bäh. So. Die Öfen sind am Kokeln. Mhm. Hab ich einen vergessen? Nee, alle an. Stein, dann ja noch blödes. Blödes Kies gibt's auch? Ja, ganz saudummes blödes Kies. Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Mom. 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 Mom, ich hab lecker Kekse. Mom. Der Kekse. Kekse. Es wird. Muss ja. Was ist am Bieren? Es wird. Das ja. Pferd wird. Das haben wir, dann gehen wir doch mal los und machen noch mal hier Fensterfront weiter. Jojo, dat.
Da ist oben ein zu wenig drauf. Da muss überall noch ein Stein drauf. Wird es dunkler? Ja, wird wieder dunkel in Minecraft. Wie immer. Wird nicht dunkel. Kann das sein, dass die Zeit immer ein bisschen verschoben ist? Wie meinst du das? Bei mir wird es nicht dunkel gerade. Achso, nee, das sah gerade so aus bei mir, ob das dunkel. Nee, stimmt, ist hell. Achso. Sah gerade irgendwie so aus, als ob das bei mir hier so dunkel werden würde, weil das gerade so ein bisschen dunkler hier auf dem Bildschirm wurde. Drüben gucken. Überall liegt der Schnee rum, wenn es mal geregnet hat. Ach, da kommen ja auch noch Eisengitter hin. Ach. Hier rund ja, Himmel. Ja, stimmt ja. Na gut. Machen wir irgendwann. Erstmal die Fenster hochziehen. Hast du denn genügend Glas? Ich? Ja. Nee, die Fenster habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich mache nur die Umrandung für die Fenster. Ah, also okay. Die Wand praktisch. Mhm. Das meinte ich. Nö, das war ja eigentlich auch Svenjas Geschichte, dass sie das auch gerne machen wollte. Ja, müssen wir schauen, wann sie das nächste Mal mitmacht, ne? Mhm. Weil sie geht ja auch noch in Reha, ne? Ja, weiß ich schon wann, ne, wa? Ich meine, das ist jetzt demnächst nämlich schon. Kann sie denn da keinen Laptop mitnehmen? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Muss ich, nur bevor sie in Reha geht, soll sie das, dass wir uns nochmal einloggen. Svenja und ich, dass ja. Die uns das Glas da lässt, weil dann kann nämlich Carsten und seine Freundin dann nämlich weitermachen. Ja. Ja. Wenn Beispiel. Die da Bock haben. Na. Wir haben da Bock zu haben, ob sie es wollen oder nicht. Wir verweisen sie dann an dich, ne? Auf Beschluss eines einzelnen Herrn. Ja. Guck mal, wie das aussieht. Yippie. Wo sind meine verzierten Steine hingekommen? Da sind sie. Ja, der Erdblock jetzt. Den muss ich mal ein bisschen wegtun. Bis hierhin war es ja noch gewesen, alles fertig gewesen, ne? So wie es ausschaut. Wo bist denn du? Hier oben gerade. Du bist ein bisschen gewesen und dann wolltest du hier weitermachen, ne? Genau. Erstmal die Erde hier erstmal wegnehmen hier. Mal. Wenn man sich nicht konzentriert, hat man sofort einen Fehler hier drin. Ja, das stimmt. Das wird sofort bestraft. Ja. Dafür wird es aber auch wunderschön. Auf jeden Fall. Brauchst du die Erderode? Ich habe sie extra aufgesammelt.
Ich brauche die nicht unbedingt. Ja. Oder doch, ich könnte sie gebrauchen.